mit dem Typen hier reden. Tritt ein, bring Frieden rein, Mann. Alter, das ist verrückt, ey. Alles ausverkauft. Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Im letzten Part haben wir Schloss Hyrule erklommen, das Master Schwert bekommen, dann die Barriere von Schloss Hyrule gebrochen, dann Schloss Hyrule erklommen, nochmal gegen Hyuga gekämpft, der Prinzessin Zelda leider nun auch in ein Gemälde verwandelt hat. Und durch einen mysteriösen Schlitz an der Wand und einem etwas verstörenden LSD-Trip sind wir nun hier angelangt. Doch wo befinden wir uns nun eigentlich? Das sollten wir rausfinden. Sieht aus wie Schloss Hyrule, nur in einer sehr zerstörten Form. Wo sind wir? Was geht hier vor sich? Die Götter müssen hier gewogen sein. Ist das nicht die Hexe? Du darfst meine exquisite Sammlung bewundern. Zora-Königin auch. Willkommen in meiner Galerie der Schönheit. Der Titel der heutigen Ausstellung? Die Auferstehung Ganons! Nein. Das ist also das Triforce der Kraft. Wie unvergleichlich schön. Werde eins mit mir, auf dass wir uns gemeinsam auf die Suche nach Schönheit begeben. Was zum Fick, Alter? Holy fuck. Was? Tim, Held von Hyrule. Mein Name ist Hilda. Hyuga hat die sieben Weisen benutzt, um der Macht Ganons Herr zu werden. Mit dieser bösartigen Kraft wird Hyuga versuchen, die Welt zu unterjochen. Und dazu zählt natürlich auch Hyrule. Über den Rest werden wir später sprechen. Mit meinen Kräften kann ich uns etwas Zeit gewinnen. Was zum Fick geht hier ab, Mann? Ein umgedrehtes, kaputtes Triforce. Tim, es kostet mich all meine Kraft, Hyuga aufzuhalten. Sehr lange halte ich das nicht durch. Wenn du ihn besiegen willst, musst du als der wahre Held erwachen. Mit drei Herzen! Befreie die sieben Weisen aus den Gemälden, damit sie ihre Macht vereinen können. Gehe jetzt, es ist dir bestimmt, der wahre Held zu werden. Tim. War das alles nur ein Traum? Wie lange will der denn noch schlafen? Das ist so ein Ärgernis. Endlich, dachte schon, das wird nichts mehr. Du hast mitten auf dem Weg gelegen, hast den ganzen Verkehr aufgehalten, also habe ich dich da weggeholt. Du hast mir ganz schöne Umstände gemacht, weil du nicht aufzuwecken warst, aber jetzt, da du wach bist, kannst du dir endlich verschwinden. Raus mit dir. Geht's noch freundlicher? Wo zum Fick sind wir?
Tim, Held von Hyrule. Hörst du mich? Ich bin Hilda, Königin von Lorule. Du befindest dich in meinem Reich. Lorule, es ähnelt dem Königreich, aus dem du kamst. Doch trotz aller Ähnlichkeit ist dies eine völlig andere Welt. Zumindest war es so, bis es Yuga gelang, beide Welten miteinander zu verbinden. Die sieben Weisen, welche du suchst, sind in Verliesen gefangen, die über ganz Lorule verstreut liegen. Doch in diese zerrissenen Welt wirst du nicht zu allen gelangen können. Finde zunächst einen Weg in deine Heimatwelt, Tim. Eile von dort zu den sieben Weisen, die in Lorule auf ihre Rettung warten. Wir vertrauen auf dich. Dies sind die Worte von Hilda von Lorule. Ja. So. Meine Damen und Herren, jetzt geht's erst richtig los mit dem Spiel. Und jetzt kommt der interessante Teil mit den drei Herzen. Jetzt kommen nämlich die schwereren Dungeons. So, ich höre ein wunderschönes Maimai auf der anderen Seite des Hauses. So, auch in Lorule gibt es Maimais, die wir natürlich finden wollen. Da kommen wir nicht durch. Logischerweise so. Und das ist jetzt halt der Nachteil an der Link Between Worlds. Man kann jedes Item holen. Man kann jetzt mit jedem beliebigen Dungeon anfangen, mit dem man will. Das heißt, ich könnte mir jetzt einen dieser sieben Dungeons raussuchen und den könnte ich... Alter. Den könnte ich einfach machen. Ich habe keine Vorgabe. Ich kann mir einfach einen aussuchen. Es juckt die einfach nicht. Ich kann mir jetzt einfach einen aussuchen. So, und ich habe mir schon einen bestimmten ausgesucht, mit dem wir anfangen. Der ist nämlich sehr relevant, um diesen drei Herzen besser zu verstehen. Dafür müssen wir erstmal hier hin. Und mit dem Typen hier reden. Tritt ein, bring Frieden rein, Mann. Alter, das ist verrückt, ey. Alles ausverkauft, ja. Ich habe nur noch die große Donnerblume im Garten, Mann. Aber schön, dass wir darüber geredet haben. Macht Spaß, mit dir zu reden. Reden ist eine gute Sache. Die große Donnerblume? Mach dich locker, Mann. Gegen eine kleine Gebühr gehört sie dir. Nur einmal zahlen, dann kannst du so viele nehmen, wie du magst. Ein Bombenangebot, Mann. Hey, Donnerblumenkind. Kennst du die große Donnerblume? Total gefährlich, total nützlich. Willst du mehr wissen? Ja. Yeah. Die Blume im Garten ist nicht so friedlich, wie du vielleicht denkst, Donnerblumenkind. Das ist in Wirklichkeit eine echt riesige Karacho-Bombe. Yeah! Berührst du sie, folgt sie dir wie so ein fieser Ohrwurm. Hey, yeah! Aber diese richtig großen Felsen sind kein Problem mehr für dich. Yeah! Aber sei nicht zu entspannt, Mann. Ein Treffer und das macht... Kabam! Eine Blume für das Blumenkind? Die gibt's nur hier. Interesse, aber kein Stress, Mann. Ja, die möchte ich gern kaufen. Eine Blume für das Blumenkind? Die gibt's nur hier. Interesse, aber kein Stress, Mann. Hey, willst du die große Donnerblume? Für dich nur 200 Rubine, Mann. Yeah. Das Pflänzchen wächst da draußen. Bedien dich, Donnerblumenkind. So. Hey, Blumen wachsen immer nach. Nimm so viele du magst, Mann. Gut. Das ist schon mal eine Voraussetzung, um zu dem ersten Dungeon zu gelangen, zu dem ich will. Man kommt jetzt auch logischerweise nicht einfach so hin zu den Dungeons. Man muss jetzt auch ein bisschen was machen. So wie jetzt für den einen Dungeon brauchen wir diese wunderschöne Donnerblume. Für den ersten. Ich kann gleich mal sagen, es handelt sich hierbei um den Sumpfpalast, zu dem ich möchte. Also einen Wasser-Dungeon. Warum möchte ich zu diesem Dungeon? Weil es in diesem Dungeon ein ganz bestimmtes Item gibt, das ich haben möchte. Leute, die das Spiel können, werden es schon wissen. So, man muss jetzt hier halt verdammt vorsichtig sein, weil wenn die einmal getroffen wird, die Donnerblume, dann geht die in die Luft. Dann geht die in die Luft, deswegen killt die Gegner vorsichtig. Und die Viecher machen übrigens verdammt viel Schaden, also extrem vorsichtig sein. Da kommen wir noch nicht durch. Oh Gott, ich habe echt so Schiss. Ich habe echt so Schiss, Alter. Zum Glück haben wir doch schon diesen wunderschönen Enterhaken, mit dem wir uns einiges erleichtern können. Oh Gott, ja, ich habe Hartschiss. Lasst mich. Man muss, sollte mit der auch recht langsam laufen. Empfehlung von mir. Oh Gott, liebe Bombe, komm mit. Ich habe Angst. Ja, ich habe sehr viel Angst. Oh Gott. Aber wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Gut. So. Spreng weg die Scheiße. Yes. Eingang zum ersten Dungeon. Starbucks. Gut. So, und dafür habe ich auch den Endhaken upgraded. Man braucht den Endhaken nämlich sehr krass mit diesem Dungeon. Und da ich den ersten Dungeon mache, das mein erster Dungeon
Da das der erste Dungeon ist, den ich machen wollte, habe ich mich für den Interhaken entschieden beim Kauf von Ravio. Ist, denke ich, jetzt ein bisschen verständlicher. Aber bevor wir da reingehen, machen wir logischerweise noch ein bisschen was. So. Und zwar würde ich hier gerne irgendwo wieder hochgehen. Ja, da hinten. Gehen wir mal zu unserem Haus. Für ein bisschen fresh and shit. Alter, boah, ihr seid mir zu heftig. So, zum einen können wir von hier aus wieder nach Hyrule kommen. Alter, ihr macht zu viel Schaden. Zwei Herzen. So, zum einen ist da unten ein wunderschöner Maimai. Und zum einen kann man hier was aussprengen. So, und da kriegt man dann was drinnen. Das möchte ich haben. So, das ist übrigens unser Haus in Lorule. Schaut euch an, wie es aussieht. Ja, interessant, oder? Durchaus interessant, ja. Und hier kriegt man eine dritte Flasche, die ich gerne haben möchte. Die ich sehr gerne haben möchte. So. Gut, drei Flaschen haben wir schon. Ich glaube, es gibt insgesamt fünf. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ich weiß doch auch nichts. Ich bin ein unwissender Mensch, wie ihr alle wisst. Ich weiß gar nichts. Ich bin strunzdumm. Kann absolut nichts. Das war unser 16. Mai. So, übrigens werden uns auch... Alter, das ist mir viel zu krass mit denen hier. Komm her. Uns werden auch auf Hyrule dann auf der Karte... Werden uns die wunderschönen Risse markiert zwischen Lorule und Hyrule. Das heißt, warte, das zeige ich euch gleich mal, wenn wir jetzt durch diesen wunderschönen Riss gehen. Komm. Ja. So, übrigens wisst ihr jetzt auch, warum es A Link Between Worlds heißt. So, wenn man hier durchgeht, wieder seinen wunderschönen LSD-Trip hat, dann landet man wieder in Hyrule. Und komischerweise sind jetzt überall diese Risse verteilt. Die werden uns auch auf der Karte markiert. Tim, du lebst. Ist Prinzessin Zelda in Sicherheit? Ich verstehe, dieser verfluchte Yuga. Kurz nachdem du in das Schloss gegangen warst, gab es ein gewaltiges Erdbeben. Sieh dir diesen Spalt an. Solche Spalte haben sich an verschiedenen Orten in Hyrule aufgetan. Tim, jetzt da Prinzessin Zelda dem Feind in die Hände gefallen ist, hängt das Schicksal Hyrules am seidenen Faden. Aber es gibt Hoffnung. Du hältst die heilige Waffe aus alter Zeit in deinen Händen. Das Masterschwert. Mit deinem Heldenmut und diesem Schwert wird es uns gelingen, Hyrules Untergang abzuwenden. Du bist die letzte Hoffnung dieses Königreiches. Ich zähle auf dich, Tim. Danke. Danke, alter Mann. Na gut. Dann machen wir uns auf dem Weg. Oder warte mal, wie viel kostet ich? Ich weiß nicht, ob das 700. Wir gehen nochmal kurz zurück. Ich will kurz mal abchecken, ob wir 700 zahlen müssen für ein Item bei Rabi oder 600. Ich bin mir gerade nämlich nicht sicher. Weil wenn wir 700 zahlen müssen, dann farm ich halt hier schnell irgendwo 10 Rubine. Dann farm ich halt irgendwo schnell 10 Rubine, die ich jetzt schon habe. Und dann kaufen wir uns ein neues Item. Ja, habe ich. Einfach um dir zu schauen. Ja, würdest du jetzt... Die Schnellauswahl, die juckt nicht. Die benutzt kein Schwein. Die benutzt kein Schwein, sondern ich würde da sagen, der Bogen ist ein sehr klassisches Item. 800 Rubin müssen wir zahlen, okay. Gut, das haben wir nicht. Das heißt, wir gehen jetzt nach Lorule in den ersten Dungeon, meine Damen und Herren. Und zwar in den Sumpfpalast. Und den werden wir hoffentlich richtig hart penetrieren. Und wenn wir zurück sind, sollten wir ein bisschen Cash haben, uns vielleicht auf jeden Fall ein Item zu kaufen, aber vielleicht auch ein zweites. Man weiß es nicht. Aber ihr seht schon, die Gegner in Lorule, die fetzen jetzt richtig rein und jetzt wird's richtig übertrieben krank mit drei Herzen langsam. Und ich werde verzweifeln, ich werde in einen Dungeon auf jeden Fall, das kündige ich jetzt schon an, einen Dungeon wird mich richtig tilten, der werde ich richtig ausrasten. So, nebenbei sammle ich noch ein paar Maimais, dass wir ein Item, das wir uns kaufen, dann auch direkt upgraden können. Ich werde richtig ausrasten, richtig tilten. Oh. Ja. Naja. Auf jeden Fall, so. Zack, und nein, ich möchte den Bogen trotzdem noch aufgerüstet haben, aber auf X. Komm, auf geht's in den ersten Dungeon. Also noch sind wir nicht drin. Monsterhorn, wow. Sondern jetzt sind wir drin. Der Sumpfpalast und Alter, ist diese Musik episch. Nein, ja genau, so.
Boah, ich liebe die Musik im Sumpfpalast. Und das ist ein recht cooler Wasserdungeon. Es ist ein recht fresher Wasserdungeon, der auch ein bisschen verwirrend sein kann. So, und jetzt werde ich die Dungeons nicht einfach so in einem Part durchrocken, weil das ist einfach nicht möglich. Das ist einfach nicht möglich, die Dungeons jetzt noch in einem Part durchzurocken. Die ist unmöglich, meine Freunde. Komm her. Ich will dich killen. So, es ist echt wirklich unmöglich. Jetzt muss ich brauche den Windstab dann. Den Windstab. Oh, den Windstab habe ich noch dabei. Ich hatte jetzt echt Angst, ich habe den Windstab nicht mehr dabei. Wir gehen erstmal den wunderschönen Weg hier entlang. Okay. Es fängt sehr gut an. Lass bitte mal explodieren. Da kommen wir sowieso noch nicht rüber. Erg, wir müssen runter. Die sind dann schon mit 3 Herzen, ist echt nicht ohne. Ich arbeite jetzt sehr viel mit dem Entakel und mit dem Bogen. Einfach um die Gegner aus der Distanz zu killen. Hast du ein Herz fallen lassen? Nein, hast du nicht ein Monsterherz. Wow. Auch kein... Du hast ein Herz fallen lassen. Das finde ich sehr sozial. So, ich muss jetzt hier einfach ein bisschen taktischer denken. So. Da oben an die Truhe... Oder warte mal. Komm, das geht, das geht. Hahaha, bin ich ein Schlingel. Den sollte man eigentlich noch nicht bekommen. So, jetzt hier ein wunderschönes Enterhaken-Rätsel. So, dafür gibt es einen 20er, das ist sehr schön. Okay, ich glaube, wir werden uns maximal echt nur den Bogen kaufen können, nachdem wir diesen Dungeon geschafft haben. So, zieh dich ran. Jetzt daran. Daran. Komm ich ran? Oh mein Gott. Das war knapp. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt da lang. Oh Gott. Ihr seid Scheißteile. Und da gibt es den Kompass. Gut. Ach komm. Ich frage jetzt, ob ich jetzt direkt da lang gehe. Oder ob ich erstmal da unten lang schaue. Wir schauen erstmal dort entlang. Da gibt es eine Truhe. Stirbst du mal bitte? Ein Monsterschweif, sexy. Wie machen wir das jetzt, Dummer? Das geht. Das geht. Mann, bin ich ein Profi. Da möchte ich jetzt schon fast sagen. 300 Rubine! Woo! Hat sich gelohnt, der Raum. Gut. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir einfach eiskalt weiter, würde ich sagen. So. Jetzt machen wir erstmal den Raum hier auf. Oh Gott. Komm, stirb mal. Stirb mal. Oh Gott. Ja, es war zu früh reagiert, Tim. Viel zu früh reagiert. Da kommen wir nicht entlang wegen dem Wasser. Wir leiten nicht mal um. Gut, dann kommen wir da auf jeden Fall durch. Ich will aber... Da kommen wir nicht hin. Bis jetzt stelle ich mich gar nicht so dumm an in den Dungeon. Doch meinen, ja, da können wir uns von mir aus durchspülen lassen. So, den 5er auf den Scheiß, ich gucke ihn gerne mal. So, ja, da müssen wir dann lang. Deswegen, ach komm,
Als ob. Bogen. Man sollte jetzt echt so ziemlich jedes Item eigentlich langsam dabei haben, weil jetzt. Ihr merkt, man braucht mehrere Items. Zwar, klar fixieren sich die Dungeons immer noch speziell auf ein Item, aber man braucht doch durchaus die anderen. Jetzt den Bogen oder den Windstab, was ich da gesehen habe. Alter, hätte ich den Windstab nicht gehabt, ich hätte geheult. Ich hätte wirklich geheult. Ich hätte angefangen zu weinen. Ich hätte im Part, hätte ich einfach meine Kuscheldecke rausgeholt und hätte angefangen zu weinen. Oh Gott, dieses Herz nehme ich gerne. Und ich weiß nicht. Gehen wir schon runter? Ups, die Tür ist da. Das war sehr dumm, Tim. Okay. Mach mal den an. Ich würde sagen, wir checken erst alles hier in dem Stockwerk ab. Bevor wir uns da jetzt im Stockwerk nach unten begeben. Hier gibt es auf jeden Fall nur einen Schlüssel. Da jetzt nach oben. Das war dumm. Haben wir hier sonst noch was? Nee, oder? Nee. Dann begeben wir uns jetzt noch darunter. Also hier, weil ich glaube, da erwartet uns was. Also da hoch. Wir gehen nicht runter, wir gehen hoch, Mann. Hier sollte was kommen. Ja, genau. So. La 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 la. Ich besiege dich nur mit meinem Enterhaken. Genau aus diesem Grund. Au. Naja, tot. War der Zwischenboss. War der wunderschöne Zwischenboss. So. Wunderbar. Da haben wir jetzt auf jeden Fall die Hälfte vom Dungeon schon mal erkundet. Von diesem wunderschönen Sumpfpalast. Gut. Dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, im nächsten Part werden wir den Dungeon dann wahrscheinlich beenden. Deswegen, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal in A Link Between Worlds. Also rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.